Donald Trump und die Republikaner generell stehen kurz vor einem sehr deutlichen Wahlsieg. In den Vereinigten Staaten wurde nicht nur der Präsident gewählt, darüber wurde natürlich am meisten berichtet, aber es wurde auch das komplette Abgeordnetenhaus gewählt und auch der Senat. Überall gewinnen die Republikaner. Also es ist wirklich ein sehr deutlicher Sieg. Ja, ich fange an mit den Wahlen für die Präsidentschaftswahlen. Es ist noch nicht alles ausgezählt, also es kommen noch weitere Ergebnisse. Aber Donald Trump hat schon 267 sogenannte Wahlmänner. Er braucht davon 270. In den Vereinigten Staaten wird der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt, sondern über diesen Umweg der Wahlmänner. Aber auch prozentual hat er deutlich mehr Stimmen als Kamala Harris. Er hat zurzeit, weil es wird noch ausgezählt, 69.488.000 Stimmen. Das entspricht einem Prozent von 51,2%. Kamala Harris hat nur 224 Wahlmänner zurzeit und das entspricht 64.300.000 Stimmen. Also das ist wirklich ein sehr deutlicher Unterschied von 5 Millionen Stimmen, mehr als 5 Millionen Stimmen, 5,2 Millionen Stimmen und ungefähr 4,4 Prozentpunkte. Das ist deshalb bedeutsam, denn die ganzen deutschen Medien haben die ganze Zeit gesagt, ja, das würde unglaublich knapp ausfallen, der Unterschied. Ja, und wenn überhaupt Donald Trump gewinnt, ist es nur, weil er mehr Wahlmänner bekommt, aber nicht unbedingt mehr Stimmen und so weiter. Das ist alles völlig falsch. Also wer sich die ganze Zeit nur über die deutschen Medien informiert hat, insbesondere die Staatsmedien, der ist jetzt völlig überrascht über diesen Wahlgang. Aber wer sich über die US-amerikanischen Medien informiert hat, der ist nicht so überrascht, denn das sah man mehr oder weniger kommen, dass Donald Trump tatsächlich gewinnen konnte. In den letzten Tagen oder in den letzten Stunden, muss man eigentlich sagen, haben ein paar deutsche Medien angefangen zu sagen, ja, Donald Trump könnte doch gewinnen. Also Sie sehen im Grunde genommen hier eine völlig bizarre Situation. Das heißt, die deutschen Medien haben erstens nicht berichtet, sie haben Wahlpropaganda gemacht, als ob die Wahlen in Deutschland entschieden wären. Das ist ja das eigentlich Erstaunliche. Ja? Also sie haben nicht irgendwie versucht, irgendwie objektiv zu berichten, was passiert in diesem Land, ja, vor allem in den Staaten, sondern als ob hier die Wahl entschieden wird. Also es ist eine völlig, also psychologisch kann ich mir das nicht erklären, was in diesen ganzen Redaktionshäusern von den großen deutschen Medien, angefangen natürlich von ARD und ZDF, also was dort abläuft bezüglich den Vereinigten Staaten, ist nicht irgendwie normal zu erklären. Ja, Kamala Harris wurde quasi als eine Prophetin, als ein Messias dargestellt. Von ihr hängt die ganze Rettung der Welt ab, ja. Also es ist unfassbar, welche Projekte, was die Deutschen oder diese dillinken Deutschen, ja, insbesondere die Medien, in diese Wahl hinein projiziert haben. Aber schauen wir uns ein bisschen an, was hier bei den Anwahlen passiert ist. Und zwar, wie gesagt, der Senat wurde nur ein Drittel davon gewählt. Und da haben die Republikaner zwei Sitze von den Demokraten geholt. Das heißt, sie haben eine Mehrheit jetzt. Und zwar 51 versus 41, ja, also das ist eine deutliche Mehrheit der Republikaner auch im Senat und Entschuldigung, und gegenwärtig gewinnen die Demokraten auch im Abgeordnetenhaus, also im Repräsentantenhaus. Die Republikaner haben zurzeit 194 Sitze. Eine Mehrheit hat man mit 218 Sitzen und die Demokraten haben 176 Sitze. Also wenn sich das bestätigt, das wäre wirklich erstaunlich, denn meistens ist es so, dass der Präsident eben nicht sehr deutliche Mehrheiten hat in einem der beiden Kammern, entweder im Senat oder im Abgeordnetenhaus, aber offensichtlich ist ein richtiger Rutsch nach rechts eben passiert in den Vereinigten Staaten. Das heißt, möglicherweise werden die, wie gesagt, es wird noch abgezählt, möglicherweise werden die Republikaner überall eben eine Mehrheit haben. Das bedeutet nicht ein totaler Rechtsrutsch oder mehr ins Konservative, denn es gibt sehr viele Republikaner, die ziemlich liberal sind. Also dort sind die Parteien nicht so blockartig wie hier in Deutschland. Ja, und das ist das erste Ergebnis. Das heißt, offensichtlich wird, also sehr wahrscheinlich wird Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein. Und eben, was auch eine Erkenntnis für uns, ja, ganz wichtig, das habe ich auch ein paar Mal in den Videos gesagt, man darf
deutschen Berichterstattung der großen Medien, der großen Staatsmedien, ARD, ZDF, aber auch der großen Zeitung nichts mehr glauben. Ja? Wenn sie über die Vereinigten Staaten berichten, es ist alles Manipulation, es ist alles desorientiert, es sind großteils Fake News. Das heißt, sie geben nicht das wieder, was dort passiert, sondern sie projizieren sich hinein in diese Länder und deshalb berichten sie völlig falsch. Und das Problem ist folgendes, das passiert nicht nur mit den Vereinigten Staaten, das passiert mit sehr vielen. Also die ganze Berichterstattung aus Italien können Sie im Grunde genommen total vergessen. Es gibt ein paar Ausnahmen, also ausnahmsweise werde ich die FAZ da loben. Da ist die Berichterstattung von einigen ganz gut. Ja? Aber generell, wenn Sie sich anschauen, was über Meloni und so und generell über Italien berichtet wird, ist völlig katastrophal. Was berichtet wird zum Beispiel über Südamerika, ist völlig katastrophal. Also da wird regelrecht gelogen, ganz einfach. Also da ist alles falsch, was da berichtet wird. Ja? Und deshalb sind die alternativen Medien eben so unglaublich wichtig, ja. Und damit gibt es einen Teil der Öffentlichkeit in Deutschland, die eben tatsächlich Bescheid weiß, was in den Vereinigten Staaten, in Ländern wie Brasilien, wie Argentinien, ja, wie Chile oder sowas passiert. Sehen Sie zum Beispiel, wie die deutschen Medien über Milei, Präsident Milei in Argentinien, der ist ja wohl neu gewählt, ja, er schafft es tatsächlich, Argentinien aus dieser unglaublichen Rezession eben herauszuholen. Er hat die Inflation eben gestoppt und so weiter, aber Sie werden kaum positive Nachrichten über Milei hören aus Argentinien, ja, weil er einfach konservativ ist, ja, also das reicht, also das heißt, das reicht, um ihn als ein Monstrum darzustellen von den meisten Medien. In den Wirtschaftsteilen der Zeitung, da stehen manchmal etwas objektivere Berichte, weil das lesen Leute, die einfach die Information brauchen. Und wenn sie merken, dass das alles völlig verzerrt ist, dann lesen sie einfach nicht mehr die Zeitung. Also die sind wesentlich kritischer diesbezüglich. Aber in den politischen Teilen oder Kulturteilen und so weiter, das können sie alles vergessen. Dasselbe gilt im Grunde auch für Polen. Früher war ich sehr oft in Polen und deshalb kannte ich mich ein bisschen besser aus. Inzwischen sehr wenig, ja. Aber auch wenn ich das verglichen habe, was da berichtet worden ist, das ist einfach unglaublich. Das heißt, nochmal, die deutschen Journalisten berichten nicht das, was dort passiert, sondern berichten das, was die sich wünschen, was dort passieren würde. Das ist das große Problem. Und wenn diese Leute auch dort hingehen und Reportagen machen, sind das im Grunde, sie fragen so, dass praktisch die Leute ihnen die Antworten geben, die sie eigentlich erwarten. Ja? Ich war im Juni in den Vereinigten Staaten und deshalb kannte ich ein bisschen die Stimmung. Ja? Bin ein bisschen auch rumgefahren und so weiter. Also da kriegt man ein völlig anderes Bild eigentlich dieses Landes, als wenn man das eben über diese deutschen Medien. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, also ich überlege eigentlich, dass man mehr eigentlich tatsächlich über diese Länder berichten muss, auch gar Südamerika, wo ich sehr viele Beziehungen habe. Denn es ist absolut notwendig, dass die Menschen mitkriegen, wie falsch eben über das Ausland in den deutschen Medien berichtet wird. Ja, und das hier ist im Grunde genommen eine völlige Klatsche für die deutschen Medien. Im Grunde genommen, sie haben hier einen Kampf gegen rechts betrieben, ja, und damit sind sie wieder krachen gescheitert wie die SPD und die Grünen vor der Europawahl und vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, ja, und das ist im Grunde genommen jetzt eine völlige Niederlage auch für die deutschen Medien. Ich hoffe, viele merken jetzt nach dieser Wahl, wie eben diese Medien völlig daneben waren die ganze Zeit und völlig verzerrt berichtet haben. Jemand, der nur ARD und ZDF sich angeschaut hat, kann gar nicht das Resultat dieser Wahl eigentlich verstehen. Aber wie gesagt, es wird noch ausgezählt. Ja, also wir werden uns nicht noch mit dieser Wahl beschäftigen. Ja, ich werde auch beobachten, was die deutschen Medien darüber berichten. Es wird jedenfalls sehr interessant bleiben.